Langsam merke ich aber auch schon, wie es mir den Rücken zieht. Die Nacht wird es merklich frisch. Einstellig, das erste Mal in diesem Jahr. Korrektur, das erste Mal nach diesem Sommer. Jetzt gibt es noch einen Kakao als Nachtisch. Ja, Feuer ist gelöscht. Wir haben jetzt schon fast 10:30 und ja, bin doch so langsam recht müde und hau mich jetzt in den Schlafsack. Moin. Die Nacht warm hatte ich. Allerdings Scheiße. 9:30 Uhr das erste Mal wach geworden, war alles in Ordnung. 1:50 Uhr das zweite Mal, war auch okay. Und dann 14:45 und da hat die scheiß Luftmarkt-Isomatte die Luft über das Ventil verloren. Zum Kotzen. Und da war ich irgendwie ein bisschen wach noch. Und ja, quasi ab 4 Uhr mit kaputter Luftmatratze. Wir haben jetzt 7:50 schon. Ich habe jetzt auch relativ lang durchgeschlafen. Aber oh, mein Rücken tut ganz schön weh. Hat die Nacht relativ lang eigentlich durchgeregnet. Jetzt sehe ich allerdings da hinten schon ein bisschen blauen Himmel durch die Wolken. Trotzdem nicht kalt gehabt von unten, das ist schon viel wert. Dadurch, dass es hier so trocken ist. Naja. So, jetzt erstmal wach werden und dann. Köpfchen! Boah, ist das kalt. Das kostet Überwindung. Scheiße. Trotz dass ich jetzt ja auch fast 9 Stunden gelegen habe, bin ich recht müde. Naja, hilft alles nichts. Hab ja heute noch ein bisschen was vor. Und deswegen aufstehen, Kaffee machen, frühstücken. Und ja, dann doch relativ zeitig wieder los. So. So, Müsli ist schon mal fertig und schmeckt ganz gut. Sehr schokoladig. Alter, Gott, was ist denn das da? Vogel. Oh ja, ein guter Kef am Morgen. Sehr geil. Ups. Kaffee austrinken und dann zusammenpacken.
als ob nie jemand da gewesen wäre. Es macht heute Morgen richtig Laune, hier durchzuwandern. So, und da geht's wieder runter. Tschüss, Ruppertsfelsen. Ich komme bestimmt mal wieder und drehe hier die ganze Wanderung. Muss ich gerade ein bisschen lachen. Umleitung für Wanderer. Hier geht's lang. Na, dann wollen wir mal. Umleitung für Wanderer. Also jetzt bin ich... okay, also... Da geht's definitiv nicht durch. Da habe ich keine Chance. Das war wohl ein Satz mit X. Jetzt hoffe ich, dass es da irgendwo weitergeht. Ansonsten muss ich da noch mal ein gutes Stück zurück. So, wo gehe ich am besten lang? Einfach durch. So, es geht doch schon wieder besser. So, jetzt wird es hier wieder dichter. Also nass bin ich dann nachher definitiv. Also noch nass vom Regen. Hier kann man aber gut erkennen, dass der Weg immer noch als Wildwechsel genutzt wird. Sehe ich auch noch sogar frische Spuren. So. Hier wird es lichter. Sehr schön. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, mich hier in den Wald zu begleiten. War definitiv nicht das letzte Mal, dass ich im Pälzerwald unterwegs war. Richtig cool hier, aber
mein Ziel, die Hängematte zu testen, hat heute nicht geklappt. Daher werde ich dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Übernachtung machen. Vielleicht der einfache Teilbar in unserem heimischen Wald. Da werde ich mir da was suchen. Ja, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Von daher, macht's gut, bis bald und ciao.